Am Rande des Oderbruchs, mitten in einem lebendigen Dorf, liegt das Brandenburgische Freilichtmuseum Altranft. Altranft ist ein Gutsbauerndorf und in diesem Gutsbauerndorf befinden sich an den ursprünglichen Plätzen bestimmte Häuser, die zu dem Museum gehören. Das Besondere, was das Freilichtmuseum bietet, ist Geschichte zum Anfassen. Hier kann man Geschichte noch hautnah erleben. Wir haben hier im Altranfter Museum Veranstaltungen, wie zum Beispiel das Gespannflügen und das Holzrücken, historische Erntefeste oder das historische Kochen als Veranstaltung. Hier in dem grenznahen Bereich ist es ganz normal, dass wir diese Feste und Veranstaltungen zusammen mit polnischen Partnern durchführen. Als besonderes Angebot für Kinder und Jugendliche gibt es hier im Museum museumspädagogische Programme, wo Kinder durch praktisches Erleben und praktisches Tun entdeckend lernen können. Wir haben ein Programm zum Beispiel zum Getreidedreschen. Man kann bei uns in einem historischen Backofen backen oder in der Schmiede mal ein Stück glühendes Eisen bearbeiten. Mit unserem Projekt Sichtweisen, das mit EU-Mitteln unterstützt wird, haben wir die Möglichkeit, die grenzübergreifende Arbeit mit unseren polnischen Nachbarn weiter auszubauen. Wir sind damit sehr gut aufgestellt und haben die Möglichkeit, neben der Entwicklung der deutsch-polnischen museumspädagogischen Programme für die polnischen Kinder auch die Möglichkeit, jetzt Museumsführungen und individuelle Besichtigungen mit einem Audioguide-Führungssystem durchzuführen und hoffen, dass es in Zukunft nicht nur von deutschen Besuchern, sondern auch von polnischen Besuchern stark genutzt wird. Mit diesem neuen Audioguide-System haben wir die Möglichkeit, individuell eine Dorfbesichtigung durchzuführen. Und dort werden einzelne Stationen angesteuert und dort kann man auch von dem Gerät Informationen erhalten, die in den Führungen nicht immer obligatorisch sind. Dieses Jahr unsere Ausstellung, die Einführungsausstellung, in der wir uns befinden, zweisprachig gestalten. Unser Audioguide ist zweisprachig und unsere ganze Museumspädagogik wird darauf vorbereitet sein, mit polnischen Kindern und Schulgruppen hier diese spannenden Programme durchzuführen. Musik